Hallo, herzlich willkommen zu meinem 13. Let's Play World of Warcraft. Wir waren vorhin in der Speerkuppe, sind dann mit dem Urstein nach Stormwind und dann bin ich einfach hier geradeaus bis hierhin gelatscht. Und wir treffen gleich im Rotkammgebirge ein. Dürfte für alle Hortler was Neues sein, weil sie hier noch nicht sein sollten, müssten. Wenn überhaupt, um nach Mountain Core zu kommen. Oder ähnliches. Ihr seht, ich habe mir die Dolche angelegt. Das Tempo, den mit der den langsamen in die linke und den schnell in die rechte. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Muss ich auch noch skillen, aber der eine hat 15 Beweglichkeit, der andere hat Kreuzfahrer. Ist zwar nicht optimal für den Schurken, aber der heilt mich, wenn er prockt. Seid Wache gegrüßt. Parker will was von uns. Und zwar sollen wir im Ziehe den Rotkammgebirge eine Ehrenkreuz. Meldung abgeben. Das machen wir auch gleich. Und gehen einfach mal zu dem Mob da und gucken, wie lange wir zum Skillen brauchen. Wir können dann... Kann man da lang? Ja, bestimmt. Okay, das geht recht flott, weil wenn ich jetzt auch noch Wechsel anmache. Ja, das fühlt sich wirklich schnell. Der Tritt sieht so cool aus. Nur ein Rückwärtssalto. Nicht schlecht. Ah, das ist doch ganz nice. Haben wir auch schon gleich voll geskillt. Noch was. Ich wollte demnächst einmal eine Instanz besuchen und einen Battleground besuchen, die Kriegshimmelschlucht. Wollte ich nur mal ankündigen. Und ich werde demnächst doch Berufe skillen, weil ich brauche das Geld mit Level 20 spätestens, um reiten zu lernen. Ich wollte mir ja nichts Gold schicken, kein Gold schicken. Das werde ich auch durchziehen. Ist zwar nicht ganz so komfortabel, aber so leicht will ich es mir dann doch nicht machen. Ich meine, ich habe voll accountgebundene Sachen und da noch Gold schicken, finde ich ein bisschen lame. Was kann ich für euch tun? Okay, Einschätzung der Gefahr. Da müssen wir wieder Gnolle töten. Ey, wir haben gar nicht den Flugpunkt eingenommen. So. Das ist das Rotkammgebirge im Allgemeinen. Ist ganz schick hier. Das ist einer meiner einer meiner Lieblingsgebiete. Das ist schön grün. Und es ist so richtig Allianz aufgebaut, finde ich so. Menschlich, frisch, mal was Neues. Hallo? Da ist die Horde ja ein bisschen Mögen eure Reise unzivilisierter, sage ich jetzt mal. begrüßt. Ich will hier auch niemanden beleidigen. Hallo. Man sieht sie. Schönen Tag auch. Jetzt haben wir hier von dem Werner neue Quest bekommen. Und von Sean müssen wir auch eine Quest annehmen. Und zwar hat nämlich seine Freundin, die neben ihm steht, den Ring in den Fluss fallen lassen. Die Halskette meine ich. Und die müssen wir jetzt suchen. Da ist sie auch schon. Hillarys Halskette. Ups, schon fertig. Das Wasser müsste doch voll kalt sein. Schon haben wir die Quest fertig, dürften noch Level Up haben. Es gibt doch recht gute EP von Hillary. Zack. Und hier gibt es auch gleich eine neue Quest von Arantia. Ich wollte hier den verbesserten finsteren Stoß skillen, weil das die Energiekosten senkt. Hörner von...
Ja, jetzt müssen wir so eine Hörner holen. Das hatte ich auch noch. Die Quest habe ich noch nie gesehen. Das ist anscheinend eine Schurkenquest. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ihr seht, hier gibt es echt einen Haufen Quests. Fast schon wie in der Scherbenwelt. Ist also ganz gut hier zu questen. Ich mag das auch, wie gesagt. Hallo! Ich werde weiter auf die Quests eingehen, wenn ich sie mache. Erstmal annehmen. Wie geht's? So. Ehre dem König, Freund. Seid vorsichtig. Müssen wir nach oben? Die Quest, die wir jetzt abgeben, haben wir in Westfall bekommen. Braucht ihr etwas? Das sind nämlich die Kontakte hier der Allianz. Und der muss jetzt seine Kontakte spielen lassen, um einen Gefallen seinem Kollegen zu tun. Nämlich ging es um die Bruderschaft der Defias. Wir haben eine Nachricht bekommen, die wir auch bald wieder abgeben müssen. Also, was macht man als erstes? Erstmal holt man den Werkzeugkasten. Und da ist noch eine Quest. Wir geholt haben. Auf dann. Und kriegen auch eine neue. Da gibt es eine schöne Hose. Und die machen wir aber nachher, weil dafür sind wir noch ein bisschen zu low, die ist orange. Deshalb machen wir die später. Was wir jetzt tun ist, hier die Gnolle töten und hier. Es geht relativ schnell. Und wir skillen unsere Dolche weiter. Oh, Sprinten ist frei. Die sind gefährlich. Ah, Casterstiefel bekommen. Das sind irgendwelche Kriegsapparaturen, die verkohlt sind. Ah, wir klicken einen Mob an. Ist auch sofort ein Rahmob. Wir müssen es allerdings ein bisschen anders pullen, weil sonst haben wir eine ganze Gruppe im Hals. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Das klappt ja ganz gut mit der Hexe. Ich muss näher ran. Okay, Dolche gefallen mir auch. Eisenmiete. Ah, das ist perfekt. Die droppen auch die Quest für die Stände. Mit der Hose da. Das trifft sich ganz gut. Da müssen wir nicht unbedingt doppelt laufen. Nicht genug Energie. Ich hab nicht genug Energie. Da, hier der Wache Parker geht auch mal ein bisschen voran. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ach so, nee, wir sind ganz an der Ecke, deshalb. Ehren hier hast du dein Mittagessen. Freund. Wir sollten sein Mittagessen vorbeibringen. Achievement bekommen. Plus die Quest abgeschossen. Immerhin. Nicht genug Energie. Muss man was nachschauen. Das nächste wird dann... Ah, okay. Ich habe mich in der letzten Folge schon gewundert, wieso das um 6 verringert werden sollte. Aber es wird nur um 5 dann verringert mit dem nächsten. Das heißt, dann kostet finsterer Stoß insgesamt 40 Energie. 39 wäre auch ein bisschen unruhig, ehrlich gesagt. Ich habe nicht genug Energie. Das Ausweiten macht anscheinend nur Schaden, wenn man ein bisschen mehr als einen Kombo-Punkt auf dem Monster hat.
glaube, das sollte man auch nicht so machen. Das ist, glaube ich, bestimmt ein Noob-Fehler. Oh. Wir haben keinen. Gehen wir mal Mäulchen, das haben wir auch noch nicht. Ah, wir können ja einen Kopf losgeben. Stimmt. Und den erdrosseln wir mal. Ah, Kreuzfahrer, der Kopf. Wir haben mehr Stärke. Das ist gut, weil wird uns auch unsere Angriff kaufen, selbst wenn wir Schurke sind. Immer mal um 100 Stück, 100 Angriffskraft, das ist echt gar nicht so wenig. Und wir kriegen nochmal Heilung. Das ist auch nicht unbedingt schlecht. Das gleiche nochmal. Der hier erdrosselt. Wird erdrosselt. Ah, das macht Blutungsschaden. Ich glaube, das meinte ich. Ich will mal gucken, was Taschendiebstahl jetzt genau bringt. Okay. Ein aus dem Kampf genommen und Angriff. Anscheinend bringt das nicht so viel. Auch wenn ich es einfach nicht geschafft habe, weil ich zu doof war. Ich hab nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Okay, mit den Dolchen klappt das viel besser. Wer auch immer mir den Tipp gegeben hat, vielen Dank. Ich bedanke mich für alle Zuschauer. Abonniert mich bitte, lasst einen Kommentar da, wenn ihr wollt natürlich. Ich werde jetzt nach Sturmwind gehen. Ich hatte die Caps an. Und werde da eben ausbilden und dann sieht man sich in der nächsten Folge. Bis dann, tschüsschen.